So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2, Part Nummer 19. Und ich hab's tatsächlich endlich mal verstanden, wie man hier schießen muss. Ich würde mich erstmal echt in die Richtung von dem Typen stellen. So, wieso schieße ich immer noch wie so ein Mongo? Kann ich das nicht irgendwie steuern hiermit? Mann, ey, kann ich mich hier nicht irgendwie anders hinstellen? Okay, dass ich den einfach so getroffen habe, war Glückssache. Hätte ich jetzt wirklich nicht von mir gedacht, dass ich den treffe. Aber das Gute ist, wir haben ihn getroffen. Und wir können wieder uns zu Leonardos Werkstatt begeben. Du hast mir sehr geholfen, Bruder. Aber gern. Doch sicher bist du nicht zurückgekommen, um mit neuen Spielzeugen zu gehen. Geht es um diesen schrecklichen Dogen, der eingesetzt wurde? Marco Barbarigo? Dann wirst du mit deinem Freund Antonio sprechen müssen. Ich habe ihn in letzter Zeit häufiger bei gemeinsamen Freunden. Dort würde ich ihn suchen. Im Bezirk Dorsoduro. Im Süden. Frag nach Schwester Theodora. Schwester? Naja. Schon. Ja, Schwester. Und Ezio, du darfst dir heute auf keinen Fall Waffen tragen. Grazie, Leonardo. Jetzt wegen der Maske. Marco Baccario und Dante. Sehen, was wir daraus finden. Obwohl das Größte für seinen Bruder Agostino vorbehalten war, hinterließ auch Marco seine Spur in der Geschichte Venedigs. Schon Tyrann, als er gerade laufen lernte, bekam Marco alles, was er wollte. Es gibt Akten über Juwelen, ganze Schiffsflotten, alles von seiner Familie bezahlt und alles direkt von ihm bestellt. Und dann ist da sein Privatleben. Anscheinend war Marcos Frau Carlotta einst mit seinem Leibwächter Dante Moro verheiratet. Dante war Hauptmann der Stadtwache und Erbe einer der renommiertesten Familien Venedigs. Marco war angeblich ein enger Freund, aber jetzt kommt's. Marco entscheidet, dass er Carlotta will. Aber im Katholizismus dauert eine Ehe, bis dass der Tod uns scheidet. Und Marco ist ein guter Katholik. Also befiehlt er ein Attentat auf Dante. Dante wird dreimal am Körper und einmal am Kopf getroffen. Aber er stirbt nicht. Er erholt sich, hat aber bleibende Gehirnschäden. Dante ist geistig behindert. Was macht also Marco? Er stellt Dante als persönlichen Leibwächter ein und bringt ihn dazu, eine Erklärung zu unterschreiben, damit die Ehe annulliert wird. Marco nennt sich Carlotta und hält sich Dante als Leibsklaven. Ein netter Kerl. Alter, ist das ein Bastard? Die Karnevalsmaske lässt sie für die Dauer des Karnevals inkognito erscheinen bleiben. Ach, jetzt dürfen wir auf den Karneval gehen. Ja, ist jetzt schon Fastnacht. In Gölle.
So, erstmal den hier. Mal holen, mal schauen, wie wir hinkommen. So springt der runter, ist der bekloppt? Wollte er nur kurz rüberspringen. So. Die Herren Stadtwache. Es gibt keinen Grund hier oben zu sein. Verdammt. Sofort runter, runter. Sofort. Da kannst du ja mal einer Kochones, Alter. Hier weg, also ganz bestimmt mich nochmal runterkommen. Hi! Ei, ei, ei. Oh, statt da nochmal so ein Hau. Ah, nee, stimmt, da stehen ja mehrere in jeder Ecke. Kann das doch ein anderer gewesen sein? Mal gucken. Oh ja. Mein Gott, laufen hier viele Eierköpfe rum. Die unheimlich. Gut. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt dorthin und schauen mal. Kurz beim Knecht wollte ich jetzt nicht sagen, aber beim Mann, wie heißt denn der? Ist das der Herr? Genau hier in Rüstungsschmieden da. Hier erstmal eine Rüstung reparieren und dann hole ich mir jetzt die neue Rüstung. Da habe ich nämlich ordentlich, was dann mir helfen wird. Oh, nicht genügend Geld. Das ist schade. Sechs, okay. Schauen, Schulter. Na, nee, komm. Das reicht ja. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal ein paar mehr Herzen, wollte ich jetzt schon sagen. Das sind ja quasi fast Herzen. Und Monterigoni hat dadurch, dass ich jetzt mir auch eine bessere Rüstung geholt habe, auch einen besseren Ruf. Alter, wir sehen richtig nice aus. Jedenfalls nicht mehr wie der Anfangs-Assassine, wo wir vom Onkel dann letztendlich kamen, sondern richtig... Ja, ne. Ihr wisst, was ich meine. Aha, was macht er denn da? Antonio, wir müssen reden. Ezio! Ezio Auditore! Theodora! Darf ich euch den talentiertesten Mann Venedigs vorstellen? Madonna. Ah, Schwester Theodora. Ich wusste gar nicht, dass ihr religiös seid. Nee. Kommt drauf an, wie ihr meine Religion versteht. Nicht nur die Seelen der Männer wollen Trost. Kommt! Kommt zu uns, Ezio! Trinkt! Trefft die Damen! Ah! Mörder! Metzger! Er hat Lucia aufgeschlitzt und ihr Geld gestohlen! Ezio, dann zeigt uns, wie talentiert ihr seid. Ihm nach! Damen in Not. Den Mörder verfolgen und eliminieren. Niemand bringt eine Prostituierte um. Mörder! Haltet den! Ich komm nicht näher, oder ich schlitze dich auf! Wer zur Hölle bist du? Verschwinde endlich! Bleibt der gefälligst mal stehen, der Typ!
Oder rennt der einmal durch die gesamte Stadt? Sie hat mich dazu getrieben. Nur deine Hände besudeln. Alter, du bleibst jetzt stehen. Nein! Lass mich endlich. Mann! Wo ist dieser widerliche Dieb, ey? Ezio, bleibst du unten jetzt? Ja, toll, jetzt ist der Dieb schon fast wieder weg und jetzt kriegen wir ihn wieder nicht, wa? Ja, Ziel verloren, Mann, nur wegen dem dreckigen Minnesänger da. Hätte ich auch umbringen müssen. Ich will einfach alles töten, was da langläuft. Alles, was nicht europäisch ist, sag mal. Oder italienisch in dem Fall. Mann! Ezio! Was haben wir gerade gesagt? Komm nicht näher, oder ich schlitze dich auf! Zwing mich nicht nochmal zu töten! Wer zur Hölle bist du? Ja, ich bin deine Mutter! Ich hasse diesen Typen, ey. Ich krieg ihn einfach nicht. Ich schwöre es. Es war nicht meine Schuld. Sie hat mich ausgelacht. Sie hat mich dazu getrieben. Mann! Ezio! Es reicht mir jetzt! Was bist du? Irgend so ein verdammter Wohltäter? Lass mich endlich! Komm her, Danat! Noch ein Bild erklärt worden. Den eifrigsten Jägern unter euch bieten wir bei Abgabe von einem Kalavan eine Belohnung von einer Dukate. Bleibst du mal stehen jetzt? Komm, hab keine Angst. Ich will doch nur heilen. Ja, du willst nur heilen, ey. Ich will diese dämliche Ratte umbringen. Ja, stimmt. Jetzt kommt nämlich die Stelle, wo ich... wo Ezio sich dann letztendlich wieder irgendwo festsetzt. Bleib stehen, du Minnesänger. Ist ja nur am Leute töten, der Bastard. Er hat's verdient. Du Minnesänger brauchst mir nicht wieder ein Liedchen trällern, ich habe keine Lust dazu. Zurück ins Häuschen. Ah, mein Beileid, Ruhe, Frieden. Unser Dank gehört euch, Ezio. Warum folgt euch der Ärger immer auf dem Fuß? Antonio, ihr wisst, warum ich hier bin? Wohl um Venedig von Marco Barbarigo zu befreien. Wirklich, Ezio, wir haben das schon mal getan. Und dieser neue Templer-Doge ist ein noch größeres Schwein als der letzte. Außerdem verlässt er nie den Palazzo. Ja, außer heute Nacht. Er würde nicht wagen, keine Wale zu verpassen. Woher wisst ihr das? Nun, er gibt das größte Fest von allen. Aber hineinzugelangen wird nicht leicht. Dafür benötigt ihr eine goldene...